Stefan, Mann, ey, du siehst heute aus wie aus dem Ei gepellt. Aber das ist doch eins, wo die Schale nicht richtig abbekommt. Apropos Schale, der FC Bayern München. Egal, Trainersuche läuft jetzt top. Ne? Professor Dr. Fußball ist jetzt auf Platz 1. Ralf Rangnick zu den Bayern. Von Uli Hoeneß ja mal genannt, der Besserwisser. Wie sieht denn so ein Vorstellungsgespräch aus zwischen Max Eberl und dem Rangnick? Ralf, bei dir in den Bewerbungsunterlagen steht ja als Hobby Besserwissen. Und der Ralf, nein Max, da steht explizit Klugscheißer. Wir melden uns. Ich glaube, der Eberl, der hat beim Klopp auch schon angerufen, hat dem ein Angebot gemacht. Da hat der Kloppo gesagt, pass mal auf, Max. Wenn dein Telefon nicht klingelt, dann bin ich's. Hermann, ja, wenn du ein Mettbrötchen im Ganzen verschluckst, ne, dann bleibt nichts in die Zähne hängen. Ja, Bundesliga-Star Anton Stach, geile Aktion, verlost sein Auto. Kannst du loskaufen für 3 Euro? Mein erster Gedanke, geil, so eine protzigen Q8. Nee, ist ein Dacia. Sind die 3 Euro eigentlich noch zu teuer, ne? Weil wenn du so ein Dacia, da kriegst du ja noch 1000 Euro bar, wenn du einkaufst im Autohaus. Das Ganze ist aber für einen guten Zweck und da muss man natürlich tatsächlich, also bis 22. Mai habt ihr die Chance, ich packe euch auch mal einen Link rein, dann könnt ihr da mitmachen und gibt noch unterschriebenes Trikot mit dazu. Und der Stach hat gesagt, ich lege euch auf die Rückbank noch eine Überraschung. Ja, Überraschung auf der Rückbank, so hieß doch der letzte Teil von Eis am Stiel, oder? Geil. Andi, du bist nicht neben der Spur. Ne? Völlig normal, eine Banane zu nehmen und im britischen Akzent zu sprechen. Darf ich Ihnen beim Mantel ablegen helfen, Sir? Und die Stadt Frankfurt bereitet sich auf die Euro 2024 vor. Und zwar Pfeile für die Engländer. Also jetzt nicht hier neuer Ellipelli und... Nee, auf dem Boden, am Hauptbahnhof. Also 3 Pfeile hingemalt. Mit da geht's in die Stadt, da geht's dahin. Links geht's zum Theater. Macht Sinn. Für die Engländer Pfeile aufzumalen, wo es ins Theater geht. Englische Fußballfans gehen doch nicht ins Theater, die machen gern Theater. Ja, aber eine andere Geschichte. Warum macht man das? Weil man keinen Bock hat, dass die Engländer im Drogenviertel landen, hier im Zombieland. Wobei die nach 10 Pilz auch genauso aussehen, aber andere Geschichte. Ich wollte jetzt auch nochmal so einen Pfeil auf dem Boden malen. Da steht dann drauf, Ducks in the Park. Und irgend so ein Trottel wird schon noch ein R dazu malen. Andi und Stefan, jetzt liegt ihr hier zu zweit auf dem Feld rum, oder was? Macht doch mal einen Tandemsprung. Dann nenne ich das Ding einen Fall für 2. Ja, und der HSV bekommt jetzt eine neue Rolle im Asterix. Und zwar als wieder nix. Seit 6 Jahren steht der HSV jedes Jahr vor der Betty-Ford-Klinik mit einer Kiste Bier in der Hand. Und sagst, diesmal schaffen wir das. Das ist vielleicht der falsche Ansatz, aber... Ich sag mal so, kriegst du vom Nichtaufsteigen blaue Flecke, ne? Dann spielen demnächst beim HSV die Schlümpfe. Patrick! Wie nennt man einen schwarz-weißen Bär, der seine Plastikflaschen recycelt? Ein Pfander. Bei uns im Verein suchen sie gerade neue Spieler. Der Vorstand lockt, Achtung, Anzeige in der Zeitung, es gibt Wasser umsonst. Ich so zum Jochen aus dem Vorstand, ach, da ist Geld für da oder was? Ihr fahrt jetzt also jedes Mal in Getränkehandel und kauft Kisten? Nee, nee, nee. Mit Wasser umsonst ist gemeint der Wasserhahn. Oh, dann heißt Kraneberger. Ich so, pass auf, Jochen. Ich sammle bei uns aus der ganzen Anlage noch die Klosteine zusammen. Dann könnt ihr auch noch mit in die Anzeige nehmen. Deo und Duschgel gibt es auch noch umsonst. Kevin! Boah, der ist so hohl. Sein Arzt zu ihm, sagen Sie mal, haben Sie eigentlich mal Ihren Alkoholkonsum überdacht? Und der Kevin, ja, die Bierkisten stehen jetzt in der Garage.